Heute stelle ich euch die App Clips vor, mit der ihr Videos schnell und kreativ bearbeiten könnt. Sobald ihr Clips geöffnet habt, könnt ihr über dieses Symbol alte Projekte aufrufen oder ein neues erstellen. Wenn du ein neues Projekt erstellen gewählt hast, kannst du hier das Format wählen, in dem du dein Projekt anlegen willst. Greife nun auf deine Galerie zu, um Fotos oder Videos hinzuzufügen. Außerdem kannst du mit zwei Fingern auf dem Touchscreen den Ausschnitt des Fotos oder Videos anpassen. Über die Aufnahmetaste bestimmst du, wie lange das Foto oder das Video im Clip erscheinen soll. Dazu drückst du entsprechend lange auf die Aufnahmetaste. Die Aufnahme befindet sich nun in deinem Projekt und du kannst weitere Fotos oder Videos hinzufügen. Anstatt die Aufnahmetaste gedrückt zu halten, kannst du diese auch nach links verschieben und sie nimmt so lange auf, bis du auf Stopp drückst. In der hier vergrößert angezeigten Leiste kannst du auswählen, ob du einen Clip verkürzen willst, duplizieren willst oder teilen willst. Oder auch wieder löschen. Anstatt ein Foto oder Video aus deiner Galerie auszuwählen, kannst du es auch direkt mit der Clip-App aufnehmen. Wähle dieses Symbol, um ein Foto zu schießen. Oder halte, wie bereits bekannt, die Aufnahmetaste gedrückt. Das Video befindet sich nun in deinem Projekt. Möchtest du die Hintergrundgeräusche nicht in deinem Projekt haben, stelle das Video auf Stumm. Um dein Video mit einem Vorspann zu gestalten, gibt es eine große Auswahl unter Plakate. Hier kannst du nun deinen individuellen Text für einen Vorspann eingeben. Zur weiteren Gestaltung kannst du Filter auswählen, Text hinzufügen, oder animierte Sticker sowie Emojis hinzufügen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, einen Live-Text einzusprechen und diesen als Untertitel zu verwenden. Dazu hältst du erneut die Aufnahmetaste gedrückt, solange du deinen Text einsprichst. Zuletzt kannst du für dein Projekt noch einen Soundtrack aus deiner eigenen Mediathek oder der Clips-Mediathek auswählen. Über das Teilen-Symbol kannst du dein Projekt nun exportieren. Über Optionen kannst du außerdem erneut das Format deines Videos wählen. Allerdings werden hier, im Gegensatz zu den Formateinstellungen zu Beginn des Projektes, lediglich Balken gesetzt, um das Format anzupassen. Um deinen Clipfilm in der Galerie abzuspeichern, wähle Video sichern.